So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Novus. Mit dabei der Tim wie in der letzten Folge. Guten Tag. Und wir bauen heute seine Portal Gun und sein Angel Ring. Und vielleicht fliegt er in die Luft. Bei mir ging es sich ja noch aus. Ach, wieder so. Das Wort. Okay, das ging, ich hab schon gedacht, dass du das jetzt sagen willst. Was macht Benny hier? Willst du schon wieder Enderperlen klauen? Böse. Das geht sich nicht aus, Benny. Das geht sich nicht aus. Nein, nein. Du warst zu langsam. So, hab ich kurz meinen Scheiß hier weg. Ja. Yep. Oh, die wollen das jetzt auch craften. Die machen das jetzt auch. Dann machen wir zuerst die Portal Gun von hier. Einzel-Ingot. Wie macht man denn die Ingots? Da brauchst du das aktivierte Division Sigil. Okay. Und dann brauchst du einen Dia und ein Eisen pro Unstable Ingot. Und du brauchst 4 Stück für den Angel Ring. Das aktiviere ich ja mit so einem Ritual, ne? Ja, genau. Da musst du eine Kuh töten oder irgendeinen Mob generell. Bei Mitternacht und auf irgendwas drauf oder so, keine Ahnung. Aber ich habe eh ein aktiviertes und das borgen sich halt alle bei mir aus, aber ja. Achso. Und wie, aber du hast auch so aktiviert, ja? Nee, das hat Debitor gemacht, tatsächlich. Weil der hat dein Sigil genommen und hat das aktiviert. Und dann haben die Leute geschrieben in die Kommentare, dass du das selbst aktivieren wolltest oder halt sowas, ja. Und dann hat er das halt wieder zurückgelegt, beziehungsweise hat es mit meinem ausgetauscht, weil meins halt noch nicht aktiviert war. Ja, wollen wir das aktivieren dann auch, wenn... Hey, wake up! Ich weiß nicht genau, wie das geht, muss ich ehrlich sagen. Achso, okay. Hey, wake up! Na gut, dann mach ich schon anders. Okay, ich geh aus dem DS raus. Ciao. Was? Hey, wake up! Achso, anderer Test, oder wie? Ja. Okay, du musst einen Rechtsklick auf einen Enchantment Table machen, um den ein Redstone Circle ist, während der Nacht unter irgendwie so Mob-Erde oder sowas. Okay. Und es muss angezündet sein, oh, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ja, nee, das schaffen wir nicht. Kompliziert. Spontan, ja. Dann machen wir einfach die Portal Gun, oder? Zuerst mal. Mhm. Da brauchen wir, warte mal, welche willst du machen? Willst du eine Potato Gun noch oder die normale? Die kann man ja später verbinden, ne? Also erstmal eine normale. Ja, erstmal eine normale, ne? Ja. So, die normale. Brauchst du 2 Obsidian, 5 Eisen, ein Dia und eine Enderperle. Das ist easy. Eine Enderperle reicht für... Eine Enderperle, ja. Musst du nämlich zu Dust einfach machen, also einfach in Pulverizer packen oder so. Mhm. Hast du eine? Ja. Okay, ja, dann kannst du die holen. Weil ich habe selbst auch nur eine und die brauche ich. Wollen wir das hier machen, ja? Wie du magst. Wir können es auch bei dir machen. Ja, gehen wir zu dir, oder? Ja, können wir machen. Hast du einen Pulverizer? Ja, ne? Ja. Okay, perfekt. Gehen wir zu dir. Dann willkommen im Mittelalter gleich. Pass auf, guck mal bei den Buddies zu. Oh, die haben jetzt die Wings. Einer von denen. Mal schauen, ob der andere in die Luft fliegt. Weil die craften das gerade auch. Okay. Ah, der hat noch keine. Na? Ah ne, ist schon fertig, ne? Oh, ich hab ein bisschen Angst, muss ich sagen. Du hast halt voll den, also du kriegst richtig Herzklopfen und so von der Zeit, wenn du das craftest. Weil die Sache ist, ich hab das erste Mal versucht im Markt und da dachte ich mir, oh, ich betrüge jetzt und geh halt in Not Enough Items und lass das dann autocraften. Und wenn du das machst, fliegst du auch in die Luft. Echt? Ja, das ist richtig gemein. Also du musst es halt... Und das hast du im Markt gemacht? Ja. Okay. So. Hat halt nicht geklappt. Also, dann kommt das mal hier rein. Austauschen. Hast du sonst alles? Ja, ne? Geht das, warte mal, geht das mit Inner.de? Ja, sollte, ne? Hä? Ein Ender, das reicht? Hä, hast du aus einer Perle Ender das bekommen, oder wie? Ja. Oh, warte, dann stimmt irgendwas nicht. Warte mal, dann gebe ich den Enderperle aus. Dann muss man das im Macerator machen oder im Crusher. Als ob. Dann geht das mit dem Pulverizer nicht, anscheinend. Jawohl. Richtig komisch, weil normalerweise kriegst du aus einer Perle 8 raus. Oder schmelzen kann man es auch. Das wird sein. Oder? Nee, warte mal, man kann ja, warte mal, ich schau mal nach. Portal Gun. Vielleicht kann ich das wieder zurück machen zu irgendwas. Enderpearl, das, ja, du musst es schmelzen. Stimmt, ja. Oh, verdammt. Aber ich glaube, zurück machen kannst du es nicht. Nee. Aber ich habe noch eine, ich gebe dir eine ab. Das ist ja nett. Wenn ich eine finde, dann kriegst du die nicht. Alles klar. Ich brauche eh keine mehr. Ich habe die ganze Zeit gebraucht für Elevator und für die Ender Quarry, aber jetzt habe ich genug Enderperlen dafür, deswegen brauche ich die eh nicht mehr. Der Elevator ist da gleich wie am Spawn, ne? Ich glaube, Hauptner craftet jetzt. Ja, genau, der Elevator ist der gleiche. Ich schau da jetzt zu, warte mal. Aber ich bring dir kurz die Enderperle vorbei. Dann muss ich mir das anschauen. So, brauche ich noch Eisen und Portal. Obsidian habe ich ja auch mitgenommen letztes Mal. Jo. Wo kann ich das schmelzen? Alter, so ein ME-System ist schon chillig, ey. Ja, ne? Muss man sich ja nicht. In Redstone Furnace soll ich es einfach reinpacken, ne? Ja. Ja. So, ein Diamant. Wenn das jetzt wieder nicht klappt, ne? Aber ist halt ja. Oh, wo geht denn das hin aus dem... Ah, direkt in die Kiste, oder wie? Die Kiste, ja. Ja, Enderpearl, das passt. Super. Dankeschön. So, dann schau ich nochmal kurz zu den Buddies. Ich will, dass Haupten explodiert. Das ist ja zu geil.
Aber egal, ich kann es mir noch bei dir anschauen, du explodierst sicher. Fuck euch, wir müssen craften. Eisen habe ich. Und Bottlegun. Woo. Nice. Okay, sehr gut. Das ist chillig. Dann. Achso, den zweiten Nether Star hast du ja, ne? Ja, genau. Mhm. Willst du den Angel Ring auf dem Grundstück für den Buddies craften und fliegt das in die Luft? Okay. Macht das einen großen Krater, oder? Ah, so wie ein Creeper. Okay. Dann bitte bei deinem ME-System, ja. Okay, direkt daneben am besten. Wo ist es eigentlich drin gelagert? Gibt es da so ein Lager bei dem System, oder? Ja, dieses Ding, was da drunter steht, also diese zwei Serverschränke praktisch, da sind so Festplatten drin und da wird es drauf gespeichert, als Daten halt. Mhm. So, das aktivierte Division Sigil, dann brauchst du noch den Nether Star. Hast du so genug Dias und Eisen dafür? Wofür? Für den Angel Ring. Moment, also für, du brauchst 4 Unstable Ingots, da brauchst du 4 Dias, 4 Eisen. Eisen sollte kein Problem sein, 4 Dias hast du auch, denke ich. Warum 4 Ingots? Weil der Angel Ring, warte, den craftest du, ach nee, Quatsch, es gibt ja verschiedene, oder? Nee, du brauchst wirklich nur 2, stimmt, weil ich dachte, du brauchst 4. Also 2 Dias? Ja, 2 Dias und 2 Eisen, 4 Gold und 2 Leder. Okay. Oder was für eine willst du dir machen? 2 Dias, 2 Eisen, 4 Gold. Ja, du brauchst auf jeden Fall 4 Gold, 2 Dias, 2 Eisen. Und was für eine willst du dir machen? Es gibt unsichtbare Wings, dann gibt es diese Feen-Wings, die habe ich zum Beispiel. Ne Quatsch, Feathery-Wings sind irgendwie so mit Federn halt. Mhm. Dann gibt es diese Feen-Wings, die ich habe, Dragon-Wings und Golden-Wings. Unsichtbar heißt, man sieht sie nicht? Ja, genau. Ja, würde ich glaube ich nehmen. Dann brauchst du noch 2 Glas. Also 2 Unstable Ingots praktisch, 2 Glas, 4 Gold und ein Netherstar. Netherstar und Division Sigil für die Ingots bringe ich. Okay. Dann soll's gehen. Also Gold, das, unstable. Okay. Sollte klappen. Und was muss ich jetzt schnell craften? So, sobald ich die unstable Ingots habe, muss ich die schnell verkraften. Und du darfst dein Inventar nicht schließen. Okay. Das heißt, du musst in der Workbench gucken, hey, und dann stirbt man instant oder was? Ja, du stirbst instant, wenn du rausgehst oder wenn. Also die Ingots sind am Anfang so weiß, wie sie halt sind, wenn du einen Angel Ring suchst, wie man ihn craftet halt. Und die werden dann halt gelb, orange und dann rot. Und wenn die rot sind, dann bist du praktisch tot. Mhm. Ich glaube nicht, dass du schlafen kannst, weil wir zu viert da sind und die gerade alle beim Bett sind. Also, okay, hallo. Guck, hier oben ist der Workbench. Direkt. Also, das, hier ist so der Netherstar und hier das Division Sigil. Und also, du musst halt drin bleiben, ne? Okay, wie ordne ich das jetzt an? Schau es dir am besten an. Gib in Not Enough Items Angel Ring an. Ja. Und dann der erste, Invisible Wings heißt der. Ja. Oben links und rechts Glas, dann Gold. Ja genau, so und wie mache ich die Unstable Ingots? Die machst du, indem du Eisen oben, Division Sigil drunter und Dia drunter machst. Okay, Eisen. Das musst du machen, also das musst du als erstes machen, dann shiftest du das raus und dann musst du sofort das andere craften. Okay. Ohne, dass du aus der Workbench rausgehst oder irgendwas. Also Eisen, Division Sigil und... Und Dia, ja. Du kannst es dir anzeigen lassen. Hey, du Dia? Kannst es dann raus. Ja, Dia. Oder Netherstar. Nee. Wo kommt der Netherstar hin? Achso, der. Beim Pferd. Achso, aber dann brauche ich ja nochmal Dias, ne? Ah, nee, stimmt gar nicht. Nee. Du brauchst fürs Unstable Ingot, brauchst du Dia. Und dann war's das. Aber okay, so passt das. Gut. Hä, hey, dann kriege ich auch nur einen Ingot, ne? Nee, 2. Hast du 2 Dias und. Achso, du musst es dann wieder reinlegen. Oder okay. Warte mal. Nee, ich glaube, das bleibt drinnen. Ich glaube, du kannst es rausschiften. Das heißt, das Division-Siegel, das bleibt da? Ich glaube, ja. Okay, dann also das so. Oh, Glas Gott. Oben. Okay. Schaffe ich, oder? Schaffe ich das? Warte, und was kam unten hin? Das, was ich da... Okay. Unten links und rechts sind die Ingots. Also ich kann das shiften, ja? Ja, du kannst das shiften. Okay, 3, 2, 1, los. Geschafft? Boah, vielleicht. Wo kommt es jetzt hin? Auf den Slot? War es schon rot? Ich weiß es nicht. Du musst in deinem Inventar neben deinem Avatar hier. Auf Baubus klicken und dann kannst du es da machen. Hey, wo dann dahin? Auf diesen komischen Ring neben deinem Spielerskin im Inventar. Und dann in den zweiten Slot. Da kriegst du so ein extra Inventar mit so 4 Slots. Ah, okay. War es schon rot? Ja, oder? Ich weiß es nicht. Ah, gut. Das ist cool. Was sollte denn rot sein? Die Ingots, die färben sich. Nee, ich glaube nicht. Okay.
Weil nach 10 Sekunden gehen die dann halt hoch und die färben sich halt davon. Darf ich nochmal kurz, wenn wir die Bilderswand machen? Was will er machen? Jo, dann gib ihm das Sigil, Tim. Achso. Danny. Builderswand ist so ein Tool, womit du... Wo ist er denn? Bei sich? Ich setze bei seinem Grundstück, sag ich mal. Builderswand ist auch ein cooles Tool. Da brauchst du ein Unstable Ingots, da kannst du eigentlich in die Luft fliegen. Die komplizierten Sachen sind halt krass, also wo du halt viele Unstable Ingots brauchst. Mhm. Aber die Builderswand ist ganz cool, weil damit kannst du halt automatisch eine komplette Fläche mit Blöcken befüllen lassen. Okay. Ach, hier ist es. Willst du den Cleaver wieder haben? Ja, gerne. Kannst du dir wieder nehmen, falls du den brauchst. Boah, der ist fast kaputt, ne? Krass. Den brauchen wir ja, achso, ja, nur für solche... Nur für die Wither-Skelette, ja, genau. Ne? Mhm. Jo. Dann würde ich jetzt meinen Ender-Quarry fertig craften. Willst du mir irgendwie mal helfen, kurz ein paar bisschen Bücher oder Zuckerrohr zu bekommen? Das wäre super. Hast du vielleicht was? Bücher oder Zuckerrohr, glaube ich nicht. Nee. Ich brauche 32 Bücher und ich habe 7. Neben mir war aber ein Dorf. Ich könnte mal da gucken. Falls ja? Falls du noch nicht warst. Ja, ja. Ich habe auch eine Bilderswand. Mal schauen. Ah, da tut mir das Division Sigil wieder ran. Okay. Das ist echt auch cool, im Creative Mode rumzufliegen. Ja, na, das ist ganz gechillt dann auf einmal. So. Ich glaube, ich mache mir mal die Bücher, verzauber ich mal auf einem höheren Level. Ich hatte halt 50 Level, dann bin ich halt gestorben von diesem Nuclear Monster und jetzt habe ich halt noch 27. Das ist halt richtig traurig. So, mal gucken. Gehen wir mal. Weiß nicht, ob das was bringt. Halt mal einfach mal so. Weil bei diesem Magical Wood ist es so, wenn du das craftest, je besser die Verzauberungen auf dem Buch sind, desto mehr davon kriegst du raus. Standardmäßig halt nur eines. Aber ich brauche halt davon, wie viel Stück brauche ich? Ich glaube 32 oder so. Die hat jemand abgebaut hier, glaube ich, die Bücher. Da ist schon wieder so ein Vieh in meinem Haus. Wieso kommen die hier immer her? Hä, lol. Das war voll das Déjà-vu, genau an derselben Stelle, wo mich die vorher gekillt haben. Oh mein Gott, ich hatte gerade so Angst. Ja, sind keine mehr da. Keine mehr? Nee. Schade. Mir ist das ziemlich abgefarmt, soweit ich weiß. Ja, und die kriege ich nur eines raus. Okay, das ist blöd. Ist irgendwer Zucker, oder ist halt die Frage. Oder was ist diese Bienenmodifikation noch drauf hier? Ja. Wusste ich gar nicht. Wie heißt das? Dieses mit den Beehives und so weiter, ne? Aha. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. So. Forest ich mache jetzt mal hier ein Portal. Und das gleich an der Quarry. Dann kann ich da schon mal chillig hin und her fliegen. Das ist halt mega praktisch, ja. Oh, stimmt, das sagst du mir gerade was. Ich hätte vielleicht bei meinem Digital Miner schauen sollen, wie weit der schon ist. Kann ich vielleicht dann auch noch machen, aber ich farm jetzt erstmal noch ein bisschen zu. Da kannst du einfach einstellen, der soll das farmen, was du haben willst. Genau, ja. Mhm. Der baut dann alles in dem Radius genauso groß wie die Quarry ab, wie die normale. Mhm. So. Nur der hat halt keinen eigenen Junkloader, also musst du dann alles dazustellen. Ah, okay. Wie ist das eigentlich momentan? Wie viel Junkloader darf man aufstellen? Oder wie groß wird einen dann? Und Quarry. Und Quarry. Okay. Ja, genau. Also wenn du halt keine Quarry hast, dann kannst du zwei aufstellen. Zwei, dass du dimensional tankerst. Mhm. Warte mal, wo war? Ah, da war's Park. Alle haben so eine ganz kleine Zuckerrohr. Okay. Keiner hat eine wirklich große, wo ich mal einmal wirklich durchrattern könnte und alles mitnehmen. Traurig. Wo muss ich hin? Da lang. So. Und was ist dein Plan so? Was willst du machen als nächstes? Dein großes Ziel? So ganz weiß ich das nicht genau. Aber okay. Doch, ich wollte auf jeden Fall erstmal die Maschinen, die ich da oben platziert habe, nach unten verfrachten. In diesen Raum. Okay. Also ich hatte so einen Raum ausgehoben, da sollte dann eben irgendwas rein, damit das ein bisschen schöner aussieht. Dann wollte ich auch ein MME-System craften. Damit das ist praktisch, ja. Eben mal so ein bisschen Ordnung habe. Und dann weiß ich noch nicht. Mal schauen. Ja. Ein großes Ziel habe ich noch nicht. Oh. Stirb. So. Also mein größtes Ziel wäre der Fusionsreaktor von Mechanismen, aber der ist halt so gestört. Also was ich kann der dann? Also das ist wirklich ein originalgetreuer Fusionsreaktor. Damit du den machen kannst, musst du halt auf irgendeine Art und Weise Lithium erzeugen und Deuterium. Und das musst du dann in Tanks halt bewahren und dann halt in den Reaktor füllen, während du den mit einem Laser erwärmst. Also es ist halt komplett gestört. Aber wenn du das halt hinkriegst, dann erzeugt er halt eine halbe Million F pro Tick. Okay. Nur das ist halt so ein riesen Multiblock. Wie gesagt, diese Türme, wo ich einen gebaut habe, wo ich mein ganzes Kupfer gebraucht habe, so 30 Stacks oder so, von denen brauche ich 20, damit ich überhaupt genug Lithium erzeugen kann. Was Alter, passiert? Idiot. Ja, ein Creeper. Achso. Aber ist nichts kaputt gegangen. Zum Glück. Hm. Oh, ich hier auch schlafen. Okay. Ah, okay, Benni. Ah, Benni auch, ja. Ich glaube, ich fliege einfach mal ein bisschen in die Richtung.
Weil vielleicht finde ich hinter diesem einen Villager-Dorf noch ein anderes, wo es was gibt. Passen. Ja, super. Normal. Oder generell Zuckerrohr hier in der Wüste irgendwie. Ich kann ja ein Portal zurück machen. Gibt's auch so Farmen für bestimmt, oder? Für Zuckerrohr? Das Zuckerrohr? Ja. Ja, Planter Harvester, denke ich, funktioniert da auch. Aber mhm. Ich habe halt noch gar nichts in die Richtung gemacht. Ich meine, es gibt auch eine Enderperlen-Farm mit Enderlily-Seeds. Das hat, glaube ich, Debitor. Aber habe ich noch gar nichts in die Richtung gemacht. Mhm. So, was brauche ich jetzt hier? Was ich auch unbedingt brauche, ist eigentlich ein Looting-Schwert. Das wäre so mega praktisch. Looting? Ist auch genauso wie ein Cleaver, oder nicht? Ja, ne, der Cleaver, also der Cleaver, den ich da habe, der hat den Modifier Beheading. Also da droppen Köpfe mit hoher Wahrscheinlichkeit. Okay. Aber Looting ist halt nicht drauf. Also dass du halt wirklich mehr Drops bekommst. Weil zum Beispiel Kühe für Leder wäre halt echt praktisch. Geil, am Angel Ring ist ja auch eigentlich, wenn du in Quicksand reinfällst, kannst du rausfliegen. Mit dem Jetpack bist du halt am Arsch. Hä, echt? Ich dachte, das ging. Ich glaube, mit dem Jetpack bleibst du auch hängen. Bin mir auch nicht sicher, also. Achso, kann sein, dass ich einfach nach vorne geflogen bin. Was ist das denn? Achso. Da ist ein Villager drauf. Ist der Baum abgebrannt oder was ist da passiert? Ah, da sind Meteoriten. So, und so. Es ist auch schon gelootet, als ob. Ist noch voll weit weg, ist auch gelootet. Schade. Zack, zack. Ich hab. 30 Zuckerrohr, wie viel? Warte mal, ich brauch 32 Bücher. Und ich habe. 8. 3 Zuckerrohr pro Buch. Da brauche ich noch viel mehr, das ist blöd. 23 ist die Lösung. Ja? Ja. nein, 23 kann nicht stimmen. Ich? Ja, nee, wenn ich. Also für die Anzahl der Bücher vielleicht, aber nicht fürs Zuckerrohr. Nein, das ist auch ein Scherz. Kennst du nicht den Film, wo überall die Zahl 23 drin vorkommt? Ist es nicht 42? Nee, das hat irgendwas mit SpongeBob zu tun, oder? Nee, das ist 24, oder? Wo sie in der Fahrschule sitzen. Wahrscheinlich gibt es für alle Zahlen irgendwas. Ja, ist echt so. 25. Ja, ich hasse diese Unordnung, Mann. In den Kisten? Ja. Das ist so krass auch, ja. Ich hab das auch richtig krass. Also im E-System solltest du halt echt machen, wenn du dich da mal dran sitzt. Das Geile ist ja, das ist wirklich so der einzige Mod-Entwickler, der sich so gedacht hat, ja, ich mache jetzt nicht nur eine Mod und lass dann im Fit the Beast-Wiki von irgendwelchen Leuten erklären, wie es funktioniert, sondern der hat eine eigene Website gemacht mit Schritt-für-Schritt-Anleitung, was du machen musst. So. Wie heißt es nochmal? ME-Controller? Applied Energistics 2 heißt die Mod. Und okay. Da gibt's halt eine Seite ai2.mod.info oder so und da steht halt wirklich alles drauf mit Videotutorial. Ist halt richtig cool. So, ich glaube. Vor allem braucht man dafür Zertus Quartz, ne? Ja, genau. Also, ich sag mal, wenn du 5, 6 Stacks Zertus Quartz und ein Stack Charged Zertus Quartz hast, dann kommst du damit auf jeden Fall mal aus. Also, da kriegst du locker das, was echt? Ich aber so viele? Ja, also das normale Zertus Quartz brauchst du halt mindestens 3 Stacks, würde ich sagen. Und vom Charged wäre einer nicht schlecht. Muss mal gucken. Okay, ich habe hier schon mal. Okay, nee, das ist. Achso, ansonsten schau halt, dass du dir den Digital Miner machst. Weil, wenn du den halt hast, dann kannst du damit einfach Zertus Quartz farmen gehen. Mhm. Und Teufel ist hier. Achso, das Lucky Block Zeug. Okay. Ja, mal schauen. Ich habe halt noch gar nichts von Mechanism. Mhm. Ich weiß nicht, ob das dann auf die Schnelle so. Ja, die braucht halt auch nur F. Also, wenn du irgendeine Energiequelle für F hast, dann funktioniert das halt schon. Ah, okay. Nur für die mehr Advanced Sachen musst du halt Gas herstellen im Mechanism dann. Und da brauchst du halt die anderen Geräte. Aber sowas geht halt easy. Mhm. Ja, aber auch dafür brauche ich doch dann hier so ein Atomic Alloy. Dafür brauche ich so ein. Wie heißt das? Metallurgical Infuser und sowas. Ach, stimmt, das ist ja ziemlich teuer. Ja, aber ich denke mal, eine Query tut's ja auch. Ja, das erste. Kriegst halt nicht so viel, aber es reicht auf jeden Fall auch. Ich glaube, wenn du 2 Queries aufstellst, hast du genug für Applied Energistics eben. Sollte passen. So, ich habe jetzt 1,5-6 Zuckerrohr. Ich habe zwar nicht gerechnet, aber ich denke, dass das genug ist. Wo hast du es jetzt her auf einmal so schnell? Ich bin die Wüste entlang geflogen. Am Fluss dort in der Wüste ist richtig viel gewesen. Mhm. Schauen wir mal, ob das klappt. Wäre froh drüber. Hier runter, kein Nuklearmonster in Sicht. Gut. Die 4 sind der Horror, ich sag's dir. Hast du irgendwas verloren? Nee. Nee, Level halt. Aber es ist nicht so schlimm, denke ich. So, das ist genug Papier, denke ich. Und es klappt. Leder rein. So. Okay. Machine Base.
Aber ich habe kein Leder mehr, wirklich. Aber ich kann das hier machen, ne? Willst du dein Jetpack wieder haben? Wahrscheinlich nicht, oder? Nö, brauche ich eigentlich nicht. Der Angel Wing ist halt besser als jedes Jetpack, so. Ja. Oh, was fehlt da jetzt? Warte mal. Ah, noch ein Blank Pattern? Okay. So, jetzt kann ich aber genug Bücher machen. Ups. So. So, ich habe 26 Bücher. Ich brauche... Mir fehlen 2 Bücher, wirklich? Spiele, warum? Hier ist so. Marble, aber ist auch wenig nur. Brauchst du für dein Haus Marble oder wie? Ja, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich Marble nehmen will oder irgendwas anderes, so Basalt oder so eine Mischung daraus. Okay. Mal schauen. Da ist der Digital Miner halt mega praktisch für Marble. Also so farm ich meinen Marble. Echt? Weil ich habe den kompletten Keller aus Marble gemacht. Weil sobald man eine große Ansammlung an Marble findet, ist das ja auch schnell gefarmt, oder? Ja, das auf jeden Fall. Ja gut, so. Ein bisschen was habe ich. Ich glaube, mehr kann ich gerade nicht machen. Und die Folge ist auch am Ende, oder? Ja. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Checkt den Tim aus. Und wir sehen uns dann morgen wieder bei Novus. Bis dahin, haut rein. Ciao. Bis dann.